Ich habe mir aktuell für den Testfuhrpark mal was Unauffälliges, Dezentes bestellt. Ein kleiner Zweizylinder sollte ausreichen, gerne mit ein paar Packtaschen für den frühsommerlichen Wochenendtrip. Nun könnt ihr sehen, was bei dieser Bestellung herumgekommen ist. Zweizylinder ja, aber im Falle der Roadglide Ultra des Modelljahrgangs 2018 mit exakt 1745 Kubik. Die Leistung von 66 kW 90 PS, insbesondere jedoch das satte Drehmoment von 150 Newtonmeter, verhelfen selbst diesem deutlich über 400 Kilo schweren Eisenhaufen in die Hufe zu kommen. Einmal in Schwung gekommen, darf zwar der Respekt vor diesem Gewicht bleiben, das Handling ist jedoch dank tiefem Schwerpunkt sehr akzeptabel. Den beiden Maßkrügen auf dem Kurbelwellengehäuse ist es fast egal, ob sie knapp oberhalb des Standgas oder mit 3 bis 3.500 Umdrehungen gefahren werden. Leistung ist immer satt zur Verfügung und das Sechsganggetriebe trägt Sorge dafür, dass immer relativ drehzahlarm gefahren werden kann. 135 Liter Fassungsvermögen in Topcase und Seitentaschen. Und zur Not auch noch eine Reling on top, sollten nicht nur für den Wochenendtrip reichen. Dass die Anfahrt nicht zu eintönig wird, sorgt die Beschallung aus 4 Lautsprechern, die bedarfsweise Musikgenuss auch noch bei Richtgeschwindigkeit mitteilt. Nicht nur aktuelle Radiosender, sondern auch die Befütterung per USB-Stick ist sehr wohl möglich. Das Allerwichtigste jedoch war für mich die Vermeidungseinstellung im Navi, welches per 6,5 Zoll Monitor alle Richtungsbefehle befolgt. Ich wollte nur Landstraße, zur Not, bis das der linke Seitenständer abgeschmirgelt ist. Autobahn und Kehrtwenden in engen Gassen, die musste ich ausschließen.